Moin Jungs und Mädels, da bin ich wieder, euer Zeddy und ich habe ein neues Video für euch am Start und zwar in diesem Video möchte ich euch gerne mal zeigen, wie ihr den Caio Perico Heist komplett alleine spielen könnt, ohne dabei gesehen zu werden und ohne dabei zu sterben und das Ganze schafft ihr wirklich super einfach unter 10 Minuten und das ist wirklich eine richtig geile Methode, wie ihr wirklich extrem schnell den Heist abschließen könnt und dazu können halt noch die ganzen Vorbereitungsmissionen und dazu möchte ich halt auch euch immer ein paar Tipps geben, deswegen fangen wir von Anfang an, von der ersten Mission bis zum Schluss begleite ich euch jetzt in diesem Video, was ihr dazu machen müsst, welche Mission ihr spielen müsst, auf welche Mission ihr verzichten könnt und wie ihr am Schluss den Perico Heist unter 10 Minuten abschließen könnt. Das Ganze, wie gesagt, alleine und ohne, dass ihr gesehen werdet. Das Ganze ist so super einfach, das kriegt jeder von euch hin und wer mich an der Stelle noch nicht abonniert hat, würde ich jetzt einfach mal behaupten, der ist selber schuld. So, wir fangen mit der ersten Mission an, die wir halt jedes Mal starten müssen, wenn wir einen Heist erfolgreich abgeschlossen haben. Die Mission finde ich ein bisschen nervig, weil meistens befindet sich mein U-Boot an einer anderen Stelle, wo die Mission startet und ich müsste theoretisch ewig weit hinfliegen, bis ich dann dort endlich angekommen bin und da habe ich schon den ersten kleinen Tipp für euch und zwar, ihr müsst einfach nur per Schnellreise das U-Boot in die Nähe von der Mission hinfahren. Dann spart ihr euch unheimlich viel Zeit, kostet 2000 Dollar, aber das ist es auf jeden Fall wert. Dort an der Mission angekommen, müsst ihr halt die Leute umbringen, ins Flugzeug einsteigen und dann einmal komplett über die Insel fliegen. Finde ich total sinnlos, weil es einfach 5 Minuten wertvolle Zeit ist, die man einfach nur im Flugzeug sitzt. Es passiert nichts, es ist total langweilig. Da hat Rockstar Games auf jeden Fall den Content versucht zu strecken und das haben sie natürlich geschafft. Finde ich ein bisschen blöd, müsst ihr aber machen, sei es drum. Auf der Insel angekommen, müsst ihr zum Funkturm gehen und das Ganze erstmal hacken und dann mit der Kamera die Beute ausfindig machen. Das ist jedes Mal das Gleiche. Dazu muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Ich kann euch allerdings sagen, welchen Weg ich halt immer gehe. Vielleicht ist es nicht der schnellste, obwohl ich schon glaube, dass er extrem schnell ist. Aber ich finde halt, der Weg ist extrem entspannt, weil dort befinden sich halt überhaupt keine Gegner. Ihr müsst auf gar nichts aufpassen und ihr seid da relativ zügig am Funkturm, ohne von irgendwelchen Wachen entdeckt zu werden, was extrem nervig ist. Und zwar, ihr müsst einfach mit irgendeinem Fahrzeug, so weit wie ihr fahren könnt, hier am Strand entlang fahren. Danach geht ihr ins Wasser, schwimmt einfach an der Felsenküste entlang, versucht so weit wie es geht, euch links zu halten und auf den Steinen zu laufen. Und wenn es halt nicht geht, dann schwimmt ihr wieder ein paar Meter, versucht wieder links auf die Steine zu gehen. Dann seid ihr relativ schnell an dem Hafen dran. An der Stelle möchte ich nur ganz kurz was sagen, und zwar die Methode, die ich euch nachher vorstellen werde. Dazu braucht ihr hier diesen Main Dock, beziehungsweise diesen Hafen hier nachher für die Flucht. Deswegen müsst ihr ihn auf jeden Fall fotografieren, damit ihr es dann später als Fluchtmöglichkeit auswählen könnt. Danach würde ich euch empfehlen, so schnell wie es geht zum Funkturm zu gehen, das ganze Terminal zu hacken und nachdem ihr das gehackt habt, müsst ihr halt einfach euer Handy öffnen und die ganzen Kameras einmal durchwischen, damit ihr halt immer die Beute seht, aber ich denke, das erklärt sich alles von alleine, ihr spielt es ja bestimmt nicht zum ersten Mal. Und falls ihr schon alle Sachen auf dieser Karte irgendwann mal euch angeschaut habt und erforscht habt, danach könnt ihr euch einfach hier bemerkbar machen, der Typ, der erwischt euch und schickt euch zurück zum Flughafen, könnt ihr direkt mit dem Flugzeug wieder nach Los Santos fliegen. Oder wenn ihr noch nicht alles habt, weil ihr braucht auf jeden Fall diesen Unterwassertunnel bzw. diesen Abwassertunnel. Wenn ihr den noch nicht erforscht habt, da habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder rennt ihr zu Fuß in den Süden vor die Villa, springt dort ins Wasser und taucht dann an die Stelle, wo ich euch nachher zeigen werde. Oder macht das Ganze chillig mit dem Boot und ich zeige euch jetzt genau, was ihr machen müsst. So, hier an dieser Stelle angekommen, ich denke mal jeder von euch kennt es, ihr braucht es jetzt gar nicht versuchen, das haben wir versucht während dem Heist mit dem Boot da irgendwie die Klippe hochzuspringen, da ist eine unsichtbare Wand, das heißt die Hitbox haben sie da so eklig gemacht, dass ihr gar keine Chance haben werdet, irgendwie mit dem Boot dort an Land zu kommen oder direkt in das Anwesen reinfliegen zu können. Finde ich ein bisschen schade, wäre natürlich lustig direkt im Heist direkt dort drin zu landen, aber das ist nicht möglich. Aber an der Stelle, wenn ihr dann dort runtertaucht, befindet sich der Abwassertunnel. Den müsst ihr auf jeden Fall entdeckt haben, damit ihr die Mission, die ich euch nachher zeigen möchte, nutzen könnt. Weil das ist wirklich der schnellste Weg, um dort reinzukommen. Wenn ihr das dann gemacht habt, habt ihr auch wieder zwei Möglichkeiten. Ihr könnt in das Boot einsteigen, wo der meistens hier rumsteht, oder mit eurem eigenen Boot halt. Und fährt dann zurück zum Flugzeug und müsst dann wieder zurück nach Los Santos. Oder ihr taucht so lange, bis euer Sauerstoff ausgeht, spawnt dann auch am Flugzeug und könnt dann auch wieder direkt nach Los Santos fliegen. In Los Santos angekommen befindet ihr euch meistens hier an dieser Stelle. Extrem nervig, weil um die nächste Mission zu starten, müsst ihr halt in euer U-Boot. Ihr befindet euch am Flughafen und das U-Boot befindet sich irgendwo am Arsch der Welt und ihr braucht auch jetzt wieder ewig lang, um ins U-Boot reinzukommen. Und da habe ich jetzt den nächsten Tipp. Und zwar, ihr geht einfach unter Start online, geht in den Editor rein, startet einmal den Editor. Danach geht ihr im Editor einfach nur wieder auf Start bzw. auf die Optionstaste. Und tretet einfach wieder einer geschlossenen Online-Sitzung bei und das Ganze dauert zwischen 30 und 40 Sekunden. Ich würde behaupten, bis ihr jetzt ein Fahrzeug organisiert habt oder ein Flugzeug, Hubschrauber, was auch immer, zum U-Boot gefahren seid,
braucht ihr bestimmt 2-3 Minuten. Also ihr spart auch dort wieder extrem viel Zeit, weil wenn ihr dann wieder in einer geschlossenen Online-Sitzung seid, seid ihr direkt im U-Boot und könnt eigentlich schon die nächste Vorbereitungsmission starten. Kleiner Tipp am Rande, das könnt ihr auch bei allen Vorbereitungsmissionen zum Beispiel machen, wo ihr nichts zurück ins U-Boot bringen müsst. Das heißt, es gibt ja Vorbereitungsmissionen, wo ihr 10 Buzzards zerstören müsst, dort könnt ihr das auch anwenden. Das heißt, ihr könnt die ganzen 10 Buzzards abschießen und müsst dann nicht extra wieder zurück ins U-Boot fliegen, sondern ihr könnt auch wieder in den Editor und von dem Editor eine neue Sitzung beitreten und seid dann direkt wieder im U-Boot und müsst dann nicht extra wieder ins U-Boot zurückfliegen oder fahren. Das könnt ihr bei jeder Vorbereitungsmission machen, wo ihr halt nichts ins U-Boot zurückbringen müsst. So, die erste Mission haben wir jetzt erfolgreich abgeschlossen, jetzt können wir eigentlich direkt zur zweiten Vorbereitungsmission gehen und das ist das Annäherungsfahrzeug, das U-Boot mit dem Namen Kosatka. Die Mission müssen wir jetzt einfach starten, checkt auf der Karte, wo sich das Ganze befindet. Ist es zu weit weg, nutzt ihr die Schnellreise, ansonsten könnt ihr einfach direkt hinfahren, schließt die Mission ab und dann sehen wir uns gleich bei der nächsten Mission wieder. Auf die einzelnen Missionen werde ich nicht direkt eingehen, das ist jedes Mal selbsterklärend, ihr müsst irgendwo hingehen, es kommen Gegner, ihr müsst die abschießen, müsst irgendwas klauen, zurückbringen, was auch immer, also das Prinzip ist halt einfach in GTA 5 seit 7 Jahren gleich. Irgendwo hinfahren, irgendwas abschießen oder irgendwas klauen und es zurückbringen oder zerstören oder was auch immer und werde dann am Schluss die Cops los, also jedes Mal das gleiche Prinzip, deswegen gehe ich jetzt auf die einzelnen Missionen nicht ein. So, das Annäherungsfahrzeug haben wir jetzt und dann geht es weiter mit dem Waffenarsenal. Dort wählen wir Meisterschütze aus aufgrund der AP-Pistole und das andere kleine Gebimsel, das brauchen wir alles gar nicht, das ist einfach nur unnötiger Ballast. Und wie auch in dieser Mission gehe ich nicht mehr auf die Missionen ein, weil es ist irgendwie eh immer das gleiche bei GTA 5. Und auf gar keinen Fall vergessen, den Schalldämpfer zu kaufen. Ich bin jetzt im CEO-Büro zum Beispiel gelandet, dort würde ich euch empfehlen, unten durch die Türe reinzugehen. Ihr habt zwar anfangs viele Gegner, aber wenn ihr dann später übers Dach abhauen wollt und euer Helikopter oder sowas geht kaputt, dann habt ihr richtig große Probleme, weil dann liegt oben die Tasche und ihr müsst ständig gegen zwei Buzzards kämpfen. Wenn ihr dann noch in der Vorbereitungsmission schwer seid, sind die Buzzards auch wirklich richtig schwer. Und dort könnt ihr richtig viele Probleme haben, wenn die Tasche auf dem Dach ist und euer Oppressor-Bike oder Helikopter unten am Boden erstmal gespawnt werden muss. Weil wenn die Tasche unten auf dem Boden liegt, könnt ihr nur drüber laufen, ins Auto einsteigen, losfahren. Aber aufs Dach erstmal zu kommen, das ist gar nicht mal so einfach. Kommen wir jetzt nun zu den Equip-Missionen, dort werden euch 4 angezeigt und ihr braucht allerdings nur 3 und zwar einmal diesen Plasmaschneider, diesen Schneidbrenner und diesen Fingerabdruckscanner. Und bei den Missionen ist es halt so wie immer, ihr müsst irgendwo hinfahren, irgendwas kaputt machen, klauen, wie auch immer und es zurück zum U-Boot bringen. Und das Ganze ist wirklich so einfach, dass es sich gar nicht lohnt darüber zu sprechen. Und für die ganzen Vorbereitungsmissionen, also für die Infos sammeln, dafür habe ich jetzt 15 Minuten gebraucht und bin alleine schon 5 Minuten nur im Flugzeug gehockt von den 15 Minuten. Also zum Funkturm rennen und wieder zurückrennen, dafür habe ich ungefähr 10 Minuten gebraucht mit Hacken und den ganzen Kameras. Und für die 3 Equipment-Missionen habe ich zwischen 15 und 20 Minuten gebraucht, also so im Schnitt zwischen ja, 6 und 7 Minuten pro Mission, das geht eigentlich. Das Blöde ist halt immer, dass ich zurück ins U-Boot fliegen muss und es halt nicht per Editor machen kann, aber es geht. Zwischen 15 und 20 Minuten muss man ungefähr rechnen und für die Waffenbeschaffung, für die Mission habe ich genau 5 Minuten gebraucht und alles zusammen braucht man ungefähr für die 5 Vorbereitungsmissionen zwischen 35 und 40 Minuten und dann ist die komplette Vorbereitung extrem schnell abgeschlossen. Und die ganzen anderen Missionen wie Saboteur und sowas, das braucht ihr alles gar nicht spielen. Das ist komplette Zeitverschwendung. Ihr bekommt überhaupt kein Geld. Es ist ein Haufen Arbeit. Deswegen würde ich euch empfehlen, verschwendet nicht eure Zeit mit den anderen Vorbereitungsmissionen. Ihr müsst nur die Infos sammeln. Ihr müsst die 4 Ausrüstungsmissionen machen. Einmal für die Waffen und 3 fürs Equipment. Und danach könnt ihr direkt mit dem Heist-Finale starten. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema von dem ganzen Video. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das Finale komplett alleine durchspielen könnt, ohne entdeckt zu werden. Ihr wählt als erstes das Annäherungsfahrzeug des U-Boot aus, geht danach runter und wählt dann dort den Abwassertunnel aus, geht dann auf Zugangspunkt und dort nehmt ihr auch wieder den Abwassertunnel und dann geht ihr runter auf Fluchtpunkt und wählt diesen Hauptdock aus. Tageszeit macht ihr am besten Tag, damit ihr auch alles schön seht. Waffenarsenal habt ihr auch nicht viele Möglichkeiten. Dort ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr die Schalldämpfer gekauft habt, also 5000 Dollar. Wenn ihr es nicht gekauft habt, könnt ihr es jetzt an der Stelle machen. Und wenn ihr dann auf die Crew geht, würde ich euch empfehlen, lasst diesen ganzen Scheißdreck weg. Erstens braucht ihr es nicht, zweitens kostet es unheimlich viel Geld, das ihr euch wirklich sparen könnt. Und deswegen lassen wir es komplett aus, brauchen wir nicht, deswegen brauchen wir auch den Funkturm am Anfang nicht. Und mit dieser Methode zeige ich euch, wie ihr das Ganze alles nicht braucht. So, und nun werdet ihr den ganzen Run von Anfang an bis zum Ende ungeschnitten sehen. Ich werde allerdings das Tempo von dem Video halt anpassen, damit ihr da halt nicht ewig lang zugucken müsst. Total langweilig oder so. Aber am Schluss seht ihr die echte Zeit, die ich halt gebraucht habe.
Und ich werde halt immer wieder was dazu sagen. Also, wer die Mission halt noch nicht gespielt hat mit dem Abwassertunnel, ist es auch relativ easy zu erklären. Und zwar, ihr steigt halt aus dem U-Boot aus, schwimmt einfach nur nach vorne, macht alles genauso, wie ich es euch im Video zeige, schwimmt einfach zu dem gelben Punkt. Und wenn ihr dann schon in der Nähe von dem gelben Punkt seid, könnt ihr eigentlich schon direkt das Steuerkreuz nach rechts spammen, damit es einfach direkt losgeht, damit ihr auch dort keine wichtigen Sekunden verliert. Dann zum Schweiß möchte ich euch noch einen kleinen Tipp geben, und zwar entweder geht ihr relativ schnell, also nicht ganz schnell, aber relativ schnell zweimal über jedes Gitter, oder geht da etwas langsamer durch und dann schafft ihr es auch beim ersten Mal. Ich habe mich jetzt in dem Video entschieden, zweimal durchzugehen, und dann seht ihr schon, wenn ich die Stäbe richtig erwische, dann sind die beim zweiten Durchgang auch fast alle weg. Klar, ich musste noch ein bisschen korrigieren. Das sind natürlich viele Sekunden, die ich dabei verloren habe. Deswegen würde ich euch ein bisschen empfehlen, geht lieber einmal durch und ist halt langsamer. Danach schwimmt ihr zum nächsten Checkpoint und auch dort könnt ihr dann direkt das Steuerkreuz nach rechts spammen, um aus der Luke rauszugehen. So, seid ihr dann oben angekommen, direkt die Pistole in die Hand nehmen und nehmt eure Beine in die Hand und rennt so schnell wie ihr könnt. Ganz wichtig ist, rennt genau die gleiche Route nach, die ich renne. Also rennt hier die Treppen hoch, geht danach direkt links hier vorbei und läuft geradeaus. Versucht nicht über die Brüstung zu springen, weil dann werdet ihr direkt gesehen. Läuft ihr diesen Weg, geht rechts, hier dürft ihr drüber springen, müsst ihr sogar. Danach geht ihr links die Treppen hoch und dort steht schon der erste Gegner, direkt abschießen, fertig. Ihr müsst sehr schnell sein, bevor er überhaupt anfängt zu schießen. Und dort ist jetzt in diesem Video der Schlüssel, den ihr halt dazu schon braucht. Ich zeige euch aber in der Regel, wo normalerweise sich der Schlüssel befindet. Und zwar, ihr läuft einfach hier am Haus weiter, ihr könnt auch rennen. Aber da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr zu schnell rennt und er euch dann zu früh sieht, dann schlägt der Alarm. Aber denjenigen, den ich gerade umgebracht habe, der hat normalerweise den Schlüssel. Wenn von den beiden keiner den Schlüssel hat, dann müsst ihr euch auf die Suche machen, dann schafft ihr es aber auch nicht unter 10 Minuten. So, mit dem Schlüssel gehen wir gleich unten rein. Mit dem Fingerabdruckscanner, den wir halt davor schon geholt haben, gehen wir dann auch hier rein, um den Hauptpreis zu holen. Das mit dem Scan finde ich ein bisschen blöd. Da müsst ihr halt ein bisschen rumprobieren, dass es am Schluss ein Kreis wird oder halt ein kompletter Fingerabdruck. Aber das bekommt ihr auch hin. Also müsst ihr das ein paar Mal machen, dann wisst ihr ungefähr, wie es geht. Dort an der Stelle kommt halt der Schneidbrenner zum Einsatz, dass wir halt keine Bombe legen müssen, dass der Alarm nicht hochgeht. Und dann sind wir immer noch unentdeckt. Danach kommt hier der Plasmaschneider. Und dort müsst ihr halt schauen, dass der Balken nicht über den roten Punkt hinausgeht, sodass das Ding überhitzt. Kostet sonst wieder ein paar Sekunden, deswegen tut einfach die R2-Taste immer so ein bisschen pumpen, also drücken, 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 drücken und nicht durchgedrückt halten, weil sonst überhitzt das Ganze und ihr verliert wieder kostbare Sekunden. Danach rennt ihr sofort wieder zurück, nehmt genau die gleiche Route, die ich euch hier in dem Video zeige. Wie ihr seht, ich habe hier wieder ein paar Sekunden verloren an dem Bödenbalken und danach geht ihr rechts raus. Auch an der Stelle habe ich wieder ein paar Sekunden verloren. Das, wenn ihr das ein paar Mal macht, dann passiert euch das auf jeden Fall nicht mehr. Ihr rennt die Treppen hoch, läuft ihr den Weg entlang. Hier oben an der Treppe angekommen, zack, zack, beide sofort umbringen, bevor die anfangen zu schießen oder zu schreien. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ganz wichtig ist, fangt nicht an, über die Leichen zu laufen, Munition zu holen, weil dann geht der Alarm los. Geht nämlich sofort wieder zurück und knallt die Kamera da oben ab. Dann habt ihr nämlich Ruhe. Was ich jetzt blöd gemacht habe, da hinten ist noch ein Gegner, den ich jetzt hätte nicht umbringen müssen. Das hat mich wieder 15 Sekunden gekostet, weil dieser Typ, den ich gerade erschieße, steht in der Regel genau hier an diesem Eck. Und auf den renne ich normalerweise zu. Keine Ahnung, warum der diesmal woanders steht. Ist halt so. Hier müsst ihr euch gar keine Sorgen machen. Ihr rennt einfach in den gelben Kreis, rennt sofort zu dem grünen Schalter, damit die Gegner euch nicht sehen. Und dann müsst ihr ganz kurz warten, bis die Cutscene anfängt. Und wie ihr seht, es hat mich gar keiner bis jetzt entdeckt. Ich bin da durchgerannt, habe 4 oder 5 Leute umgebracht und bin eigentlich schon direkt am Ausgang und alles total einfach. Ohne Schleichen, ohne irgendwelche Action, super einfach. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, aber auch nicht großartig schwieriger. Das Schlimmste habt ihr nicht jetzt schon überstanden. So, ihr rennt direkt raus, da vorne zu dem roten Punkt. Dort befindet sich ein Motorrad, das braucht ihr natürlich auch. Schießt dem Typen in den Rücken. Und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten, entweder steigt ihr auf das Motorrad auf, fährt davor zu der Pforte, steigt dann ab und macht dann Automodus schießen, oder ihr macht es so wie ich in meinem Fall, bin natürlich nicht so gut im Auto-Aim, weil meine Sensitivity extrem hoch ist, deswegen ist es schwer für mich manuell zu zielen, aber man kriegt es auf jeden Fall hin, man hat ja keinen Zeitdruck. Zack, dann haut man den auf jeden Fall erstmal weg, fährt dann vor zu den anderen zwei und den zweiten habe ich einfach mit Dauerfeuer erschossen, ohne dass der Alarm losging. Wichtig an der Stelle ist, noch oben die Kamera abzuschießen und dann habt ihr auf jeden Fall komplett erstmal Ruhe und könnt eigentlich direkt zum Hafen fahren. Und auch hier nehmt bitte die gleiche Route wie ich, bis auf die eine Stelle, wo die ganzen Gebüsche sind. Keine Ahnung, warum ich da reingefahren bin, bin auf jeden Fall vom Motorrad runtergefallen und das Ganze, ich habe es mal nachgeschaut, hat mich 20 Sekunden gekostet. Die blöde Aktion, nur weil ich durch die Gebüsche fahren wollte. So,
fahrt da einfach runter zum Hafen, nehmt genau die gleiche Route wie ich, dann müsst ihr nicht mal aufs Radar schauen, wo die ganzen Gegner sich befinden, weil mit dieser Route seid ihr komplett sicher. Danach schießt ihr auch noch die Leute hier am Hafen ab und jetzt kommt gleich wieder eine Aktion von mir, keine Ahnung, Dummheit, was weiß ich, wo mich jetzt wieder fast 10 Sekunden gekostet hat, weil ich es nicht geschafft habe, direkt aufs Boot zu kommen. Springt am besten aufs Boot und nicht so wie ich, dass ihr da irgendwo hängen bleibt und nicht mehr aufs Boot kommt. Blöd gelaufen. Dann einfach in das Boot einsteigen, Gas geben. Links am Ausgang von dem Hafen befindet sich noch eine Wache. Die müsst ihr auf jeden Fall auch noch abschießen, damit ihr nicht entdeckt werdet. Und wenn ihr das dann geschafft habt, dann müsst ihr einfach an einem anderen Boot links vorbeifahren und dann einfach nur geradeaus. Nur noch geradeaus fahren. Ihr müsst nichts mehr machen. Ihr habt es jetzt schon geschafft und habt die Beute eigentlich komplett sicher schon, ohne dass ihr entdeckt wurdet. Also wirklich hammergeil. Wenn ihr das 2 oder 3 Mal macht, denke ich, unter 7 Minuten, 6,5 Minuten auf jeden Fall möglich. Ich denke, wenn ihr das 2-3 Mal gemacht habt, wisst ihr genau, was ihr machen müsst, dann schafft ihr das Ganze wirklich locker unter 7 Minuten. Und mit der ganzen Vorbereitungsmission, die 35 bis 40 Minuten dauert, schafft ihr es wirklich super einfach in 50 Minuten $880.000 zu bekommen. Und für die ganzen Hardcore-Zocker, die das dann direkt im Anschluss dann wieder spielen, schafft ihr es wirklich 1,2 Millionen innerhalb einer Stunde zu machen. Und das ist wirklich krass. Also über 1 Million pro Stunde zu machen mit den Heistraubüberfällen, finde ich wirklich extrem geil und das müsst ihr auf jeden Fall machen. Teilt das Video am besten mit euren Freunden, damit ihr das halt auch kennt und halt auch einen Haufen Geld machen könnt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Schönes Wochenende. Ciao, euer Zeddy.